ist endlich geschafft, mehr oder weniger. WrestleMania 38, Tag 1 ist vorbei. Es wurde extrem lang, es war teilweise extrem gut. Und wir labern jetzt hier so ein bisschen hier gerade live über WrestleMania 38. Es war ein grandioses Event. Ich möchte aber nicht zu vorgreifen, sondern erstmal meinen Kollegen hier vorstellen, den guten Julius. Stell dich doch mal vor, wer du eigentlich bist. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Julius, bin 23 und bin inzwischen fast ein Jahr bei dir als Scriptwriter zuständig und auch so ein bisschen dein Wiseman, um so ein bisschen dem WWE-Kosmos mich meine Arbeit hier zu beschreiben. Das ist der Mann, ohne den viele Sachen gar nicht möglich gewesen wären, wie zum Beispiel der Adventskalender, das mal so als nebenbei. Aber kommen wir mal zum WrestleMania. Wollen wir einfach direkt mit dem ersten Match schon mal anfangen? Oder mit dem ersten Segment, was es bei WrestleMania gab. Wollen wir einfach da direkt mal mit anfangen? Es waren ja die Cheerleader von den Dallas Cowboys zu sehen, ganz am Anfang. Hat dir das gefallen? Hat dir das gefallen? Ja, also es war was Nettes für die Live-Fans, aber so jetzt für uns, die das jetzt vom Stream aus gesehen haben. Also ich muss sagen, gebraucht hätte ich es jetzt nicht, ne? Aber ja, gut, war halt dabei, ne? Aber kommen wir zum ersten Match. Da gab es teilweise gab's echt eine Überraschung. Nicht, weil das Match irgendwie besonders krass war, weil das Match war aus meiner Sicht gar nicht mal so geil. Nakamura und Rick Books gegen die Usos. Es ging um die SmackDown-Titel. Da hat sich aber in dem Match leider Rick Books verletzt. Ich habe mich da im Stream gefangen, wo wir uns angeschaut haben. War das jetzt Work? War das jetzt echt? Aber anscheinend war das doch echt. Das Match an sich war jetzt auch nicht so der Brüller. Die Usos gewinnen hier nach dem 1D. Was sagst denn du zu dem Match? Also ich fand es ja nicht so Burner. Die Sternewertung will ich nicht vorweggreifen. Ja, also du hast es ja auch schon anklingen lassen. Das Match war jetzt nicht der Burner. Ich habe auch jetzt nicht viel erwartet von dem Match. Und an sich war das wirklich ohne die Verletzung fast gefühlt ein Handicap-Match gewesen. Anfangs war es Usos gegen Nakamura, dann Usos gegen Books, dann kam die Verletzung und dann hat man noch irgendwie was mit Nakamura noch hingeklatscht und ja, dann war das Match nach 5 oder 7 Minuten vorbei gewesen. Das war nicht lang. Ich glaube, ich habe auf Wikipedia mal gelesen zu haben, 7 Minuten oder so. Es war echt nicht viel. Ich habe es ja gerade eben schon mal angerissen. Der Rick Books, der hat sich verletzt. Ich habe mich, wie gesagt, gefragt, war das Ganze jetzt Work? Also während der Show hat Michael Cole einmal gemeint, er hat sich die Patellasehne gerissen, Rick Books. Es war halt ein bisschen auffällig, weil es genau in dem Knie war, wo er halt vorher eine Verletzung vorgetäuscht hat. Genau, und auch der Spot, wo er sich verletzt hat, das sah mir auch erst auf den ersten Blick nach einem Work aus, weil wenn du so 2 Usos auf dich drauf hast, dann könnte man denken, dass das ein gut geworkter Spot war, aber ja, gut, die beiden wiegen ja nicht so krass viel. Ich habe das Match selber war nicht so der Burner. Ich komme einfach direkt zur Sternewertung. Ich würde dem Match von 1 bis 5 Sternen tatsächlich maximal 2 geben. Maximal 2. Denn wir hatten, es ist so fürs nicht hingeplätschert, es ist nicht viel passiert, es hat mich null gecatcht, so als Opener, ach, ich weiß auch nicht, ey. Ja, also da kann ich dir voll recht geben, also im Vergleich zu Lashley und McIntyre letztes Jahr war das wirklich scheiße gewesen und muss man leider sagen, aber es ist auch schade für Rick Books, weil ich glaube, der wollte heute Abend auch wirklich mal eine super Leistung zeigen. Man hat auch gemerkt vor seiner Verletzung, dass er im Ring sehr limitiert noch ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der überhaupt herkommt. War der vorher bei NXT? Ich weiß es gar nicht. Der war bei NXT, aber so einen großen Spot hat er nie gehabt. Das war auch mehr, das merkt man ja auch, wenn du so ein bisschen die Weeklies guckst. Das ist mehr so ein typischer Entertainer. Also. Aber das macht ja gut. Also ich finde es immer irgendwie lustig. Aber ja, ich glaube, Pat McAfee, der ist ja wirklich auch wieder abgegangen. Also der war schon beim. Ich hätte da nichts anderes erwartet. Ich wäre enttäuscht gewesen, wäre es nicht so gewesen. Ich glaube aber, dass das Match nicht großartig besser geworden wäre, hätte sich da Books nicht verletzt. Auch nicht, dass das Match jetzt viel besser geworden wäre. Vielleicht wäre das Match ein paar Minuten länger gegangen, aber Rick Books ist auch jemand, der im Ring ein bisschen limitiert ist und trotz seiner Statur, ne? Also. Ja.
Und ich persönlich hätte mir statt diesem Match mir lieber die Viking Raiders mir als Gegner der Usos gewünscht. Dann wäre es vielleicht ein super Opener geworden. Aber... Das ist aber kein Wunschkonzert, Julius. Da schreibt auch gerade der Maxwell im Chat, na, ein Match, das verletzungsbedingt nicht zu Ende gebracht wurde, konnte man leider nicht fair bewerten. Da hatte auch irgendwie recht. Man kann es wirklich nicht fair bewerten. Deswegen, ich sage es 2 Sterne, ist es nicht fair bewertet. Wir kommen einfach direkt zum nächsten Match. Da hatten wir nämlich Drew McIntyre gegen fucking Happy Corbin mit Madcap Moss. Madcap Moss hat übrigens gestern die Andre the Giant Battle Royale gewonnen. Ja, warum das nicht bei WrestleMania war, ich habe keine Ahnung. Hätte man die Kick-Off-Show reinpacken können. Die ging ja 2 Stunden absolut nix. Aber ich kann auch ein bisschen WWE verstehen, warum man in den Kickoff keine Matches mehr bringt. Ich weiß noch WrestleMania 35, wo dieses großartig aufgebaute Cruiserweight-Match gleich am Anfang kam. Ja. Und da war die Halle fast leer gewesen. Das heißt, wer war denn das gewesen? Tony Nese gegen Buddy Murphy war das, glaube ich. Aber es war ein super Match gewesen, aber die Halle war fast leer gewesen. Aber ich sag's halt mal so, klar ist die Halle leer, wenn man nur Scheiße bringt in der Kickoff-Show. Wenn man 2 Stunden irgendwie nur Mist bringt und dann von den 2 Stunden 5 Minuten was richtig Geiles ist und man keiner weiß, wann das ist, natürlich ist die Halle leer. Was erwartet die WWE? Ja? Aber an sich will ja die WWE auch mit der WrestleMania Week immer größer werden. Das hat man ja auch bei Raw und SmackDown gemerkt. Ja. Storylines wurden nicht groß weitergeführt. Stattdessen packt man so eine Kickoff-Show-Matches lieber bei der WrestleMania SmackDown oder auch schon bei Raw mit rein. Und man hat ja auch anhand von der letzten SmackDown-Ratings gesehen, die sind jetzt nochmal hochgegangen vor WrestleMania, obwohl das jetzt wirklich nur Fast-of-Video-Packages die Show bestanden hat. Also ja, gut, man hat schon gemerkt, dass ein gewisser Grundhype da war. Ich glaube, alleine, wenn der Name WrestleMania im Raum steht, ist schon so ein allgemeiner Grundhype da. Das ist meine Meinung. Das Match selber übrigens war besser, man muss sagen. Die Matches haben sich von Match zu Match gesteigert, es wurde immer besser. Muss ich ganz ehrlich sein. Das Match hier, es gab in dem Match ein paar Streitigkeiten zwischen Corbin und Moss. Irgendwann hilft er ihnen aber doch zum Sieg. Was ich ganz geil fand, am Ende hat hier McIntyre das Match gewonnen, nach einem Claymore, und er schlägt mit seinem Schwert auf das Seil. Ich glaube nicht, dass die Seile dabei kaputt gehen sollten. Sind auf jeden Fall, die obersten beiden Seile sind einfach komplett kaputt gegangen, deswegen sah es im nächsten Match auch total scheiße aus, weil sie es nicht wirklich ordentlich gemacht haben. Das sah schon wirklich schief aus beim nächsten Match. Aber es sah nicht nur schief aus, es war schief. Ja, also ich möchte auch noch mal auf das Match an sich eingehen. Du hast ja eben schon gesagt, die Eingriffe von Madcap Moss. Am Anfang ist es ein bisschen zäh losgegangen, aber danach, nach diesem einen Apron-Spot, wo Corbin gesagt hat, ich brauche deine Hilfe nicht, verpiss dich. Genau, das sind diese Streitigkeiten, genau. Genau, ja. dann hat das Match wirklich gut an Fahrt aufgenommen. Ja, dann gab es auch so eine Drehung. Ne? Vor war es so eher so von Corbins Seite aus, dass er die Oberhand hatte. Und dann gab es so eine Drehung nach den Streitigkeiten, dass ja McIntyre irgendwie die Oberhand gewonnen hat. Genau, und auch der End of Days und der Claremont, da sind wirklich schöne Konsequenzen. Übrigens, du sprichst gerade End of Days aus. Es hat vor übrigens noch niemand geschafft, aus dem End of Days auszukicken. McIntyre war der Erste jetzt. Ja, stimmt. Ja. Und das ist auch so ein, jetzt nicht ein klassischer WrestleMania-Moment, ja, aber auch so ein kleiner. Ich habe im Chat wir haben es ja zusammen auf Twitch geschaut, seit heute Abend vielleicht auch dabei, wir haben es ja zusammen geschaut und da hat jemand gemeint, jetzt wird der End of Day komplett begraben, dann muss ich tatsächlich dazu sagen, nee, dass das irgendwann mal passiert, das war klar, der End of Day ist dadurch nicht begraben. Er ist auch nicht irgendwie schwächer, aber das passiert halt, dass du halt unendlich die Leute da nicht auskicken lassen kannst. Das ist unrealistisch. Das ist Quatsch. Und Drew McIntyre ist jetzt jemand auch vom Standing her, der jetzt auch jemand ist, der glaubwürdig aus dem End of Day auskicken kann. Definitiv. Es wäre weitaus schlimmer gewesen, wäre es ein Ricochet gewesen oder, was weiß ich, ein Jinder Mahal oder so. Es kommt halt immer auf die Person an. Kommen wir mal zur Sternewertung. 1 bis 5 Sterne. Was würdest denn du dem Match geben? Ich weiß, dir gefällt diese Zahl immer nicht, aber ich muss ein bisschen vierteln. Ich bin extra maximal auf halbe Zahl gegangen, aber ist in Ordnung. Ja, aber ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. 2,5 ist für mich zu wenig und 3 ist mir schon wieder zu viel für das Match. Beide hatten wirklich eine super Chemie gehabt in diesen knapp 10 Minuten.
Irgendwie schon, ne? Und deshalb muss ich sagen, treffe ich mich da in der Mitte bei der Sternewertung. Ja, ich habe echt überlegt, was ich mache. Es war besser als das erste Match, aber nicht großartig besser. Ich habe dem Match, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, 3 Sterne. So im Nachhinein betrachtet, ist es vielleicht ein bisschen hoch, aber ich glaube, ich bleibe bei 3 Sternen. Wie gesagt, ich sag mal so, 3 Sterne ist jetzt nicht eine Wertung, die jetzt komplett falsch ist, aber für mich hat da was gefehlt für 3 Sterne. Deshalb bin ich jetzt ein Viertel runtergegangen und 2,5 war jetzt für mich auch zu wenig für das Match. Also dafür, dass es beide Big Men waren, haben die wirklich schon tolle Aktionen gezeigt und auch eine super Chemie hatten beide miteinander. Was auch McIntyre im Vorfeld des Matches auch hervorgehoben hat. Du sprichst gerade tolle Aktionen an, das möchte ich mal als Überleitung nutzen für das nächste Match. Dominic Mysterio und Rey Mysterio gegen fucking Logan Paul und The Miz. Logan Paul, ungelogen, Logan Paul war für mich die Überraschung des Abends. Er hat so viele Moves so sauber gezeigt. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Dress Amigos, Frog Splash. Dress Amigos, so nenne ich das. Dress Amigos, wie heißt denn das bei dir? Dress Amigos. Du hast es eben komisch ausgesprochen. Wieder. Ich komm aus Bayern. Bad Bones hat mich mal ausgelacht, weil ich Dobrope gesagt habe. Ja, das ist halt in Franken so, ne? Dobrope. Aber wobei ihr Franken habt, glaube ich, auch eine andere Buchstabenauswahl. Hat man ja, wir haben kein T, wir haben immer nur D. Ne? Auf jeden Fall, Dress Amigos, Frog Splash, absolut sauber ausgeführt. Logan Paul hier, absolute. Ich kann den Typen überhaupt nicht leiden, versteht mich nicht falsch, aber das war eine absolute Überraschung für mich, was er hier im Match gezeigt hat. Ich dachte, der wird einfach mitgezogen, aber er hat ja aktiv am Match teilgenommen, hat richtig gute, saubere Moves vor allem gezeigt. Ich war mehr als überrascht. So, die Ausführung, das war auch für mich eine große Überraschung. Und Logan Paul, der hat auch wirklich sehr viel Eigeninitiative in diesem Match gezeigt. Definitiv. Also, wenn ich jetzt mal, das ist jetzt vielleicht ein ganz schlechter Vergleich, weil es AEW ist, aber wenn ich an diesen Streetfight denken muss mit American Top Team gegen Inner Circle, da haben die teilweise die UFC-Fighter blöd rumgestanden draußen und wussten gar nicht, was sie machen sollten. Ja. Logan Paul, der hat ja wirklich geradezu gesucht, an diesem Match teilzunehmen. Auch Dominic Mysterio, der hat dafür, dass es seine allererste WrestleMania war, der auch unbedingt glänzen. Aber dass Dominic Mysterio was zeigt, das war mir klar. Das ist der Sohn von Rey Mysterio, einer absoluten Legende. Klar. Aber ich glaube, die haben das Match bevor bestimmt bis aufs kleinste Detail geprobt. Ja, weil ich auch in den Chat lese, Logan Paul hat genauso abgeliefert wie Bad Bunny. Ja. Was würdest du sagen? Wer hat dir mehr beeindruckt? Bad Bunny oder? Ich sag Logan Paul. Ich sag tatsächlich Logan Paul. Oh, da sind wir tatsächlich unterschiedlicher Meinung. Also und Logan Paul war mehr in das Match involviert als Bad Bunny letztes Jahr. Ist meine Meinung jetzt. Da bin ich anderer Meinung. Okay. Einfach aus dem Grund, weil Bad Bunny damals wirklich sehr viel einstecken musste von Miss Morrison. Und okay. Logan Paul hat wirklich im Vergleich zu Bad Bunny viel mehr offensive Aktionen gezeigt oder Cover unterbrochen. Das stimmt. Wenn man das mal so Revue passieren lässt. Das stimmt. Wir machen ja übrigens ja, erzähl ruhig weiter. Okay, ja. Und von Bad Bunny, das habe ich auch bei Ronda Rousey bei ihrem Debütmatch richtig kritisiert. Bei einem Rookie ist es immer schwierig, ein glaubhaftes Selling hinzukriegen. Und das hat Bad Bunny damals sehr gut hingekriegt für sein erstes Match. Das, bei Logan Paul, ja. Er hatte nicht viel zum Selling gehabt. Ich glaube, da war nur einmal, wo ihn Mysterio und Dominic einmal attackiert hat, wo er draußen stand. Und ich springe jetzt auch mal zum nach dem Match, wo Miss. Stopp mal. Wir müssen erst mal sagen, wer gewonnen hat. Miss und Logan Paul gewinnen nach dem Skull Crashing Finale. Ja. Nach dem Skull Crashing Finale. Auf jeden Fall auch für mich eine kleine Überraschung, dass sie gewonnen haben. Und am Ende turnt hier tatsächlich, du wolltest wahrscheinlich gerade ansprechen, Miss gegen fucking Logan Paul. Ja, und das ist für mich auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich Bad Bunnys Leistung über die von Logan Paul stelle, weil Miss zeigt den Score-Crushing-Finale gegen Logan Paul. Ja. Man zeigt kurz die Wiederholung und Logan Paul steht quasi wieder. Das ist fast so, als das ist jetzt nicht glaubhaft gesellt, meiner Meinung nach. Das hätte Logan Paul, da hätte er sich besser anstellen müssen. Ich glaube definitiv, es wird der Pay-Per-View nach
nach WrestleMania wird wahrscheinlich WrestleMania Backlash oder so heißen. Ich glaube, da wird es ein Match zwischen den beiden geben. Glaubst du wirklich? Ich glaube schon, ja. Also ich weiß nicht, wohin das sonst führen sollte. Ich glaube, Logan Paul hat mal irgendwie gemeint, er möchte mehr WWE-Matches machen. Ich glaube, da gibt es ein Match dazwischen. Das Match allgemein, wie würdest du das bewerten? Also ich habe mich da auf 3,5 Sterne. Es war besser als das Match davor, aber auch nicht so krass viel besser. Also ich sehe gerade, Carl Johnson schreibt in den Chat gerade 3,25. Ja, macht halt 3,1234 Punkte oder so, ey. Also los mit euch. So, fürs nächste Match habe ich übrigens Pi-Sterne gegeben. Genau, sehr schön, sehr schön. 3, Pi. Ach ja. Ja, was würdest denn du geben? Ja, so wie gesagt, ich bin ein Viertel unter dir, aber das war wirklich ein super Match gewesen. Und was auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, du hast auch gesagt, du kannst Logan Paul nicht leihen. Können wahrscheinlich viele nicht, die sich das hier angucken. Aber er ist ein Heel. Dann glaube ich, er hat seinen Job ganz gut gemacht, wenn ihn keiner leiden kann. Aber ich glaube, das sind auch die Sachen. Man hat sie auch richtig angesehen, dass er Spaß dran hatte, klar, den Bösen zu spielen. Klar. Also, wie viele Sterne willst du dem jetzt geben? 3,14 Sterne. Nein. Damit du die Klappe hältst, sage ich jetzt mal 3,5. Okay. Danach ganz kurz nochmal ansprechen. Da wurde das neue Signing vorgestellt. Der Olympia Gold Medalist Gable Stevenson wurde vorgestellt. Ob ich das Segment jetzt bei WrestleMania gebraucht hätte, weiß ich jetzt aber auch nicht. Ist aber in Ordnung. Kommen wir direkt zum nächsten Match. Lynch versus Bel Air. Holy fucking shit, was war denn das für ein Match? Absoluter Hammer. Du kannst mir sagen, was du willst. Das Match war absolute Bombe. Ich sofort mit. Fangen wir mal kurz. Ja. Ich möchte auch eine Sache sagen, da habe ich auch schon auf Twitter geschrieben. Woran erkennst du einen waschechten Wrestling-Topstar? Weiß ich nicht. Das bezieht sich auf dieses Match jetzt, die Aussage. Dass man nicht aus dem Charakter fällt, oder was meinst du da jetzt? Nein. Nein? Erzähl mal. Dass du bei großen Matches dem Hype gerecht wirst von der Qualität. Das haben beide mehr als beeindruckend gemeistert, diese Herausforderung. Mal ganz kurz noch was anderes, bevor ich sie vergesse. Das habe ich auf Twitter auch schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Becky Lynch sah extrem dünn aus. Also der wird ein paar Kilo mehr auf den Rippen gut tun. Ich wurde auf Twitter dann gehatet, wie ich denn, was mir einfällt, ihren körperlichen Zustand zu kritisieren oder irgendwie sowas stand da. Aber sie ist doch schon arg dünn geworden. So eine Aussage will ich jetzt nicht so öffentlich jetzt tätigen. Nee, aber auch schon Ich sag's doch, ich find's ja arg dünn. Also ich mach mir da ein bisschen Sorgen. Ich will jetzt da nicht irgendwie vorgreifen oder so. Aber ich sag mal so, Bel Air sah jetzt auch für ihre Verhältnisse sehr austrainiert aus, um jetzt mal fachlich zu bleiben. Ja. Aber bei dem Tempo, was sie gegangen sind, Match, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die ein paar Kilos abtrainiert haben im Vorfeld von WrestleMania. Ich weiß nicht, sahst du davor auch schon so aus? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Also es war auf jeden Fall krass. Also für die Art von Match, da musst du wirklich körperlich und da musst du halt eben ein bisschen schmaler sein. Und wenn du wirklich 10 Kilo mehr auf den Rippen hast, glaube ich nicht, dass die beiden dann so ein Tempo gezeigt haben. Ich wollte das Ganze nur mal anmerken, weil es mir doch aufgefallen ist. Aber du hast es gerade auch angesprochen. In dem Match wird durchgehend nur Gas gegeben. Und das ist genau was, auf was ich Bock habe. Ein Match, wo nie Pause ist. Ständig Gas, 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 Gas. Es wurde ein gutes Tempo eingefahren. Lynch wollte am Anfang das Match möglichst schnell beenden. Es gab viele Pin-Attempts von beiden. Es war absolut geil. Beide haben sich nichts geschenkt, es war komplett ausgeglichen und am Ende kann hier Bel Air trotzdem den siegbringenden Pin einfahren. War es ein Pin? Ich glaube schon, ich habe nur stehen, dass sie gewinnt. Ja. Und nach dem KOD, genau, und gewinnt hier bei WrestleMania mal wieder die Raw Women's Championship. Also, ich muss auch mal loben, auch der Entrance von Bianca Belair als auch ihr Ring-Attire, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also mit dieser Blaskapelle, das hat mir... Ich habe erst nicht erkannt, was die da überhaupt da spielen, aber dann habe ich es immer doch erkannt. Ja. Sternewertung. Willst du noch was erzählen? Wenn du was erzählen willst, mach einfach. Immer ruhig, immer los. Immer. Alles gut. Du hast auch gesagt, die Anfangssequenz, das war wirklich fast 1:1 der SummerSlam gewesen am Anfang. Und
Was waren überhaupt so, ehrlich gesagt, deine Erwartungshaltung an dem Match? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich hatte gedacht, das wird halt so ein typisches Match, nicht großartig krass. Gut, aber nicht großartig krass. Und dann, dass aber so ein Kracher kommt, damit hatte ich nicht gerechnet. Also den Kracher, den wir jetzt im Endpunkt gekriegt haben, habe ich jetzt auch nicht mit erwartet. Allerdings, und das hat WWE, will ich jetzt mal sagen, klug unter den Teppich gekehrt, war, dass die beiden bei Extreme Rules letztes Jahr auch schon ein Einzelmatch gegeneinander hatten. Ein richtiges Einzelmatch. Das von SummerSlam zähle ich jetzt nicht mit. Echt? Weil okay. das eigentlich ein Squash war. Ja, gut. Und kein richtiges Match. Und da haben beide auch schon gezeigt, dass sie wirklich eine hervorragende Chemie miteinander hatten. Und das Match wurde dann einfach von Sasha Banks kaputt gemacht, die dann Double DQ verursacht hat. Also ich bin da wirklich schon mit einer Erwartungshaltung reingegangen. Es kann was sehr Gutes draus werden, ja. Aber dass es nochmal so gut ist. Sternewertung. Ich würde dem Match tatsächlich 0 bis 5 Sterne 4,5 Sterne geben. 4,5 sagst du? 4,5. Also fast die Top-Wertung. Na, dann können wir wirklich mal einen Holy zusammen trinken. Ein Holy? Ja. Ein Holy, ihr wisst Bescheid, ne? Mit dem Code ja. Paraflow. Spart ihr 5 Euro auf eure allererste Bestellung mit dem Code Paraflow. Spart ihr dann noch 10% auf jede weitere. Einen guten Durst an dir. Hast du auch 4,5 oder was? Na, sonst würde ich jetzt nicht mit dir zusammen trinken. Das ist sehr schön. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen zu dem Match? Und wenn nicht, komme ich direkt zum nächsten. Das ist eben noch ein bisschen untergegangen, was du bei Gabe Stevenson angesprochen hast, weil wir jetzt schon jetzt quasi bei der Halbzeit sind. Ja. Heute lief ja auch noch, also vor WrestleMania Tag 1, lief ja NXT TakeOver. Du hast ja auch gesagt, du hast NXT 2.0 vorhin großartig verfolgt. Ich habe NXT 2.0 überhaupt nicht verfolgt. Ich kenn's von Twitter, hab das halt hier im Stream mal zusammengeschaut. Ich kannte auch keinen. Oder die meisten kannte ich nicht, also von daher, auf was möchtest du hinaus, was möchtest du wissen? erstmal, was so dein Eindruck ist, weil WWE hat ja wirklich ihr Nachwuchsprogramm die letzten 9 Monate wirklich radikal umgewälzt. Also ich muss sagen, ich möchte, das soll eine WrestleMania-Review bleiben, das nur ganz kurz. Es gab aber weil es auch um Gabe Stevenson geht und der jetzt auch als große Nachwuchshoffnung der WWE gilt. Ach so, deswegen möchte ich das ansprechen. Ich weiß genau. Gar nicht mehr, wie hieß denn dieses eine Tag-Team bei diesem Triple Threat Tag-Team-Match? MSK. MSK. Ich habe die vorher nicht gekannt. Ich bin jetzt Fan von denen. Ich fand das einfach so krass, was die da gezeigt haben. Dann das andere, was war es denn noch? Du hast doch vorhin im Stream auch schon gefragt. Was fand ich denn noch so geil? Das Ladder-Match. Genau, das Ladder-Match. Absolut geil. Der Rest so, naja, war halt da. Hätte ich es jetzt gebraucht? Ja, nee, eigentlich nicht. Imperium hat einen neuen Entrance-Film. Ja, warum? Keine Ahnung. Also, ich weiß ja nicht, wer hier alles zuschaut. Also, ich könnte mal davon ausgehen, dass der ein oder andere hier zuschaut, der jetzt nicht gerade regelmäßig mehr WWE verfolgt oder sich von WWE abgewendet hat, aus einigen verständlichen Gründen. Aber worauf ich hinaus will, ist, WWE hat jetzt in letzter Zeit, was Personalpolitik angeht, extrem umgeschwenkt. Also sie sind nicht mehr drauf aus, Top-Indie-Guys zu horten, was zum Beispiel mit Adam Cole, Kyle O'Reilly etc. der Fall war, die alle zu NXT gegangen sind und Banger abgeliefert haben. Und Gable Stevenson, das ist auch wieder ein junger Mann, ja. Unverbrauchtes Gesicht, der ist geboren 2000, ja. Noch jung, hat wirklich noch zig Jahre vor sich. Also man merkt langsam, auch wenn die ganzen Entlassungswellen scheiße waren, man merkt langsam, und das hat man heute Abend auch wieder ein bisschen gemerkt, bei WWE herrschen Sachen Nachwuchsarbeit, Aufbruchstimmung. Definitiv. Das lasse ich jetzt einfach mal so da stehen. Du hast gerade die WWE-Konkurrenz angesprochen. Ich sage hier mal AEW. Ich werfe mal das Stichwort AEW mal so in den Raum. Wir hatten das Match jetzt hier. Seth Rollins gegen wen eigentlich? Man wusste es vorher nicht. Es gab Gerüchte, dass es vielleicht ein Cody Rhodes werden sollte. Ich habe persönlich nicht dran geglaubt. Ich dachte, WWE fuckt uns jetzt richtig ab, gibt uns Shane McMahon, alle sind richtig pissed und bei Raw after Mania taucht dann Cody Rhodes auf. Aber nein,
Es ist wirklich passiert. Cody Rhodes ist aufgetaucht und hat ein richtig gutes Match, ein Self-Business, ausgeglichenes Match hier mit Seth Rollins gezeigt. Am Ende konnte Rhodes nach 3 verschissenen Crossroads gegen Seth Rollins das Match gewinnen. Bombenmatch? Stand nichts? Es war Bombe. Also, weißt du noch, wo wir uns vor ein paar Tagen noch geschrieben haben? Falls Cody kommt, habe ich gesagt, wenn der Entrance geil ist, können die selbst ein 5-Sterne-Match abliefern. Ja, und, ich hab's der WWE ehrlich gesagt echt nicht zugetraut, dass die das bringen, weil es einfach zu viel Sinn ergeben hätte. Es ist WWE, dass überhaupt irgendwas Sinn ergibt, hätte ich nicht gedacht. Aber das war genau so, wie man es gemacht hätte müssen. Es wusste zwar jeder vorher, aber trotzdem war es ein geiler Moment. Also nach der Hall of Fame-Zeremonie hatte ich wirklich Angst gehabt, dass der Undertaker rauskommt. Oder Shane McMahon. Shane McMahon, Undertaker, ja. Im Chat habe ich auch mal, bei mir im Chat auch mal gelesen, Bray Wyatt, weil auch der irgendwie in Dallas ist, aber momentan ist ja jeder in Dallas, weil WrestleMania. Ja, das ist eigentlich typisch bei WrestleMania, ja, das ist ganz Wrestling. Aber der für mich so der Wink mit dem Zaunpfahl war gewesen, die Tage vor WrestleMania, da hat ja Seth Rollins auf Twitter immer wieder seine Gegner mit GIFs immer wieder angeteasert. Ja, wir waren da alles dabei, jeder war irgendwie dabei, ich weiß auch nicht. Also wirklich quer durch den Garten ging es, glaube ich. Ja, da ist auch Shane McMahon gefallen, der Undertaker, Bray Wyatt sogar. Alle. Alle. Und wenn man so die großen Überraschungen von WWE oder generell Überraschungen von WWE in letzter Zeit immer wieder sich durchlaufen lässt, war immer irgendwie dasselbe Muster. Man hat was groß erwartet, eine große Überraschung. Und was machen die WWE-Stars oder WWE an sich? Ja. Die trollen. Ja, das ist halt immer so. Aber ja. Deswegen habe ich auch wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es wirklich passiert. Und die WWE uns hier komplett wieder am Arsch, du weißt, was ich meine. Ich war doch überrascht, obwohl halt vorher schon irgendwie klar war, dass Cody auftaucht. Das war ein absolut geiler Moment. Ich habe damit nicht gerechnet. Absolut. Also ich habe auch einmal einen kleinen Brüller losgelassen als Polizei. Wrestling has more than one Royal Family kam. Sag mal, war das die gleiche Audioaufnahme wie bei AEW? Hat sich fast so angehört, ne? Sich fast so angehört, aber ich glaube, WWE ist das auf Nummer sicher gegangen und Cody hat das nochmal neu eingesprochen. Ja, das glaube ich auch. was man noch die Frage stellen will, was bedeutet das für AEW jetzt? Cody hat die WWE verlassen, weil er gesagt hat, das System bei WWE ist kaputt, er hat keinen Bock mehr drauf, er gründet jetzt mit ein paar Kumpels seine eigene, also AEW. Geht zu AEW, shootet in einer Tour gegen die WWE, bloß um am Ende wieder zurückzukehren. War das alles ein Plan von ihm, seinen Marktwert außerhalb der WWE zu steigern? Oder was meinst du? Das ist wirklich, da stellst du mir wirklich eine ziemlich gute Frage. Ich hab dafür keine Antwort gefunden. Ich habe dafür echt schreibt, wenn ihr das gerade jetzt seht, schreibt mal eure Theorie in die Kommentare, weil ich habe dafür keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Also, wenn du nochmal Revue passieren lässt, allein der Entrance oder auch wie das Publikum auf Cody reagiert hat, ich glaube nicht, dass Cody jemand ist, der jetzt aufs Geld hinaus war. Bist du sicher? Also ich war da am Ende bin ich zum Schluss gekommen. Also Geld hat bestimmt eine Rolle gespielt, aber nicht so eine zentrale Rolle wie. Meinst du? Warum ist er nicht bei AEW geblieben? Da will ich jetzt nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ich möchte mal eure Meinung dazu hören. Kommen wir zum nächsten Match. Ich sag 4,5 Sterne, ich bin genauso hier. 4,5 Sterne, ich bin genauso wie beim Match davor. Du auch? 4,5 gibst du. Ja, 4,5, ich fand's echt geil. Soll ich sagen, ich bin mutig. Es kommt 5-Sterne-Match. Also, du Dave müssen Meltzer. Wir nochmal über das Match an sich reden. Da war wirklich alles dabei. Also, ich glaube, das hat von jedem die Fantasie übertroffen, wenn man an Seth Rollins gegen Cody Rhodes gedacht hat. Definitiv. Da war alles dabei. Da war eine Hommage an Stardust, das mit Dusty. Ja. Dann das mit dem, dann diese Pedigree-Sequenz, wo sie sich gegenseitig den Pedigree gekontert haben. Das hat die Halle fast ausgerastet, wo Cody nur einmal den Pedigree zeigen wollte. Das stimmt, ja. Ja, sag, was hast du 5 Sterne gegeben oder was? Das war du Dave, Meltzer. Das war eine Handschrift von Cody und Cody ist ja nicht nur als Wrestler engagiert, hast du schon recht, ja. Als Producer, also ich kann mir durch, also ich, mich würde es nicht wundern, dass Cody dieses Match produced hat, weil
einige Spots, die haben einfach Codys Handschrift getragen. Das stimmt schon, ja. Also gibst du 5 Sterne dem Match? 5 Sterne? Ja. Okay. Was willst du nach... man hat auch Cody angesehen da, und auch Seth Rollins, der war komplett... obwohl Seth Rollins hat auch übel Bock gehabt, gegen AEW zu shooten, wenn er mal richtig zugehört hat während des Matches. Ja, ja. Ja, es war einfach ein absoluter geiler Moment. Ein WrestleMania-Moment, den man nie mehr wieder vergessen wird, weil er jetzt live dabei war. Herzlichen Glückwunsch, Geschichte mit live miterlebt. Kommen wir aber zum nächsten Segment. Da wurden die Hall of Fame-Dudes präsentiert. Kennen Sie alle? Vader, wer war es noch? Chad Gaspard. Wer war es noch alles? Sag nicht Undertaker, auf den komme ich nochmal zu sprechen. Die Steiner, genau. Rick Steiner und Scott Steiner und dann vor allem dann auch der Undertaker. Queen Shamel. Und dann auch der Undertaker. Kurz mal die Hall of Fame-Rede, ging gestern fast eine Stunde. Ich habe mir die heute früh angeschaut. Die Zeit verging wie im Flug. Ich hab den Typen echt gern zugehört. Es war einfach ein sehr emotionaler Moment, auch wenn ich es nicht live gesehen habe. Erst als Aufzeichnung. Es war ein absolut emotionaler Moment. Wie schaut es denn bei dir aus? Die Hall of Fame-Rede des Undertakers. Also, er kommt erstmal raus und er sagt Vince McMahon erstmal, ich lieb dich. Vince hält auch eine sehr schöne Laudatio auf ihm. Und dann erzählt er erstmal querbeet durch den Gemüsegarten. Er nennt ja wirklich alles vom Kostüm bis zum kleinsten Mitarbeiter. Die ganzen Leute braucht es, um diesen Charakter Undertaker zum Leben zu erwecken. Wenn da einer fehlt, funktioniert es schon nicht mehr. Und das weiß auch der Undertaker. Ja, und das rechne ich ihm auch sehr hoch an. Er hat gesagt, ohne uns Fans wäre nicht das, ja, aus das er geworden ist. Wir sind auch ein Teil, WWE-Universum, wir Wrestling-Fans sind auch ein Teil. Ohne den Undertaker wird ein Typ im Ring stehen, der auf Totengräber macht. Aber keinem wird's jucken, weil keiner da ist. Nee. Ja? Und auch ein kleiner Kritikpunkt an der Hall of Fame-Class war gewesen. Das habe ich auch an der Rede gemerkt. Es wäre auch nichts Falsches gewesen, wenn der Undertaker in diesem Jahr der Einzige in der Class gewesen wäre. Stimmt, ja. Weil wer hätte das gehabt neben den Undertaker, dass er der Einzige in einer Hall of Fame Class wäre? Gäb's nichts, ne? Doch, Andre the Giant. Stimmt, Andre the Giant 1993? 94? Andre 94, glaube ich. Oder ja, ist auf jeden Fall ganz früh in den 90ern. Ja, stimmt. Ganz früh in den 90ern. Stimmt. Er war der allererste damals. Ja. Und wir haben ja Andre jetzt nicht miterlebt. Ich glaube, wo Andre gestorben ist, sind wir, warst du, glaube ich, gerade mal auf der Welt gewesen. 1993 ist er gestorben, oder? 1993 lese ich da gerade. Ja, ja. Ja, war ich okay. Ein Jahr alt. Da wurde er kurz darauf, glaube ich, aufgenommen. Ja, nee, ein Jahr war ich da alt. Ja. Ja. Und ich glaube, viele der Zuschauer sind, glaube ich, auch nicht geboren. Also wir haben Andre nie richtig miterlebt oder was er bedeutet hat fürs Wrestling. Das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, wenn man sich Dokus anguckt, ich nenne jetzt mal die WWE Schatzsieger-Folge, die sie auch um Andre gedreht hat, wie da über Andre gesprochen wird und was für einen Einfluss er hatte. Ja, definitiv. Um das Ganze mal abzuschließen, mit der ganz kleinen Story. Als ich Andre the Giant zum ersten Mal gesehen hatte, hatte ich ein bisschen Angst von dem Kerl. Allein von der Äußeren. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Angst vor dem. Naja, kommen wir zum nächsten Match. Das war Ronda Rousey gegen Charlotte Flair. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber das Match hat mich einfach null gecatcht, obwohl das Match an sich eigentlich ganz okay war. Wir hatten wieder ein Surfer-Business-Match. Beide kicken aus den Finishern der anderen aus. Der Ref ist dann am Ende down. Charlotte tappt, der Ref sieht's nicht. Dann gibt's von Charlotte den Big Boot. Und am Ende gewinnt halt Charlotte. Ich weiß nicht, das Match hat mich einfach null gecatcht. Ich kann aber auch nicht sagen, warum. Liegt's an dem Match davor, weil es zu krass war oder weil es schon zu fortgeschrittenen Stunde war? Also erstmal war das Match von der Karte ja auch beschissen platziert. Also wenn du zwei Banger-Matches im Vorfeld hattest mit Rollins und Rhodes gegen Rollins-Rhodes und dann noch das andere Women's-Title-Match, was die Hütte abgerissen hat, da hast du wirklich einen schweren Stand. Also da mache ich dir jetzt auch keinen großen Vorwurf. Ja, aber was mal, war das Match an sich scheiße? Oder lag es einfach an mich, weil ich einfach
so innerlich keinen Bock mehr hatte, weil es schon so lange alles gedauert hat schon wieder. Ich muss sagen, die ganze WrestleMania, das sind einfach 2 Tage aufgesplittet und es ging trotzdem bis 6 Uhr früh. Es war einfach extrem lang alles. Das Match hat gut Zeit bekommen und ich fand auch Ronda Rousey hat wieder mal eine super Leistung gezeigt, aber das war jetzt auch wieder so ein Match gewesen für jemand, der diese Art von Match, also es war schon wirklich was auf Submissions aufgebaut war. Und ich kenne dich ja mittlerweile auch ein bisschen, auf was für eine Art von Match du stehst. Ich hab's dir ja gesagt, vorhin das Match zwischen Bianca Belair und Becky Lynch. Ich mag sowas, wenn es mal zack, 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 zack geht. Das war genau das Gegenteil. Und Charlotte gegen Ronda war eher langsam und methodisch, was eher auf die Submissions ausgelegt war. Das war der Armbar, das war der Ankle Lock und der Figure Eight. Ja, ja. Und du hast ja auch mal schon öfter zu mir gesagt, dass du Submission-Matches in einem normalen Match gar nicht so magst. Nee, das ist da ewig dran hängen und dann warten, bis mir irgendwas passiert. Ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Ich kann mal Leute verstehen, also, die sagen, das ist geil, da zu wissen, gleich klopft ab, vielleicht klopft ab. Ja, das ist nicht so meins. Es ist nicht so deins, aber ja, ich bin auch, wie du schon gesagt hast, schwer in das Match reingekommen, aber als es so am Ende so schön Fahrt aufgenommen hat, war ich schon wirklich drin gewesen in dem Match. Ich war es drin, als der Ref down ging. Da war ich drin, also kurz vor Ende. Weißt du, als der Ref down ging und gemerkt hat, wer das Match leitet? Ja, Charles Robinson. Charles Robinson war ja klar. Hab ich das vorher schon gesehen. Little Mage. Ich sofort, Charlotte gewinnt. Ja. Da wird irgendwas passieren. Sternewertung, ich habe dem Match 3 Sterne gegeben. Ich weiß nicht, jetzt so im Nachhinein vielleicht? 3,5. Ja gut, dann ist es doch in Ordnung. 3,5. 3,5 für das Match. Ist dir überhaupt dieser eine Botch aufgefallen im Match, dass ein paar Mal das Bild schwarz wurde im Figure 8? Ja, es ist im Stream uns aufgefallen. Was war da los? Gab es mit Nippelblitzer oder was? Ja. Ja? Das, was viele Charlotte-Hater seit Jahren befürchtet haben, ist eingetroffen. Ja, haben wir schon gefragt, was ist denn jetzt los? Es kam ein Schwarzbild, dann kam wieder kurz Bild, aber wieder Schwarzbild. Nachdem das erste Mal das Bild schwarz wurde, hat man einmal kurz wieder aufgeblendet, hat man das einmal richtig gut sehen können. Das weißt du natürlich wieder, ne? Also das weißt du. Da habe ich gut hingeguckt, sorry. Kommen wir zum letzten Segment der Show, hast du schon gesagt. Aber das hat Kevin dann gut ausgeblendet. Da hat man es eher von der Seite dann gezeigt. Ich habe gar nicht mitbekommen, was da passiert ist. Ich dachte, es wäre irgendwie ein technischer Defekt oder mein Stream ist abgekackt. Hast du schon gesagt, wie viele Sterne? 3,5 hast du, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Kommen wir zum letzten Teil der Show. Es hat irgendwie auf Wikipedia geheißen, es kommt irgendwas mit den New Day noch. Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall kam die KO-Show. Ich habe da gar keine Sternewertung. Ich muss sagen, ich saß da und dachte mir so, Junge, Wert, komm doch endlich zum Punkt. Hau jetzt endlich mal Owens auf die Fresse. Ich glaube, hätte ich das Segment irgendwann anders gesehen. Nicht nach irgendwie, ich habe ja seit 16 Uhr gestreamt. Hätte ich es irgendwann anders gesehen, hätte ich es richtig geil gefunden. Aber so, ich war irgendwann schon genervt, weil es einfach so ewig gedauert hat. Aber an sich war das Match super. Owens hat hier Steve Austin schön mitgeführt. Hat richtig gute Pumps auch teilweise eingesteckt. Also Austin jetzt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich war allgemein ein bisschen überrascht von dem Match, dass ja Austin doch so ein langes und intensives Match zeigt. Ich dachte, es wird jetzt so ein 2-Minuten-Match. Er zeigt seine typischen Moves und das war's dann. Aber nee, es war doch schon einiges. Also du sagst, Austin hat dich positiv überrascht. Ja. Also Bei mir war es so dieses typische Legenden-Match gewesen, was ein bisschen länger dauert. Ja, okay. Austin hat ja am Anfang wirklich sehr langsam angefangen. Seine Kicks in der Ecke, seine Punches, die kamen ja wirklich fast in Zeitlupe an. Also, ja, das stimmt schon. Oder auch dieser eine Irish Whip in die Bande, das sah wirklich schon sehr lethargisch bei Austin am Anfang aus. Das stimmt schon. Da habe ich sogar am Anfang auf Twitter gelesen, da hätte ich mir lieber ein Match von Undertaker gewünscht, so wie er sich am Anfang bewegt. Ne? Ja, aber fandst du das Match scheiße? Ich fand es irgendwie unterhaltsam, obwohl ich, wie gesagt, genervt war, weil es schon so ewig gedauert hat. Aber das Match selber nicht schuld, sondern die WWE. Das muss man auch dazu sagen. Es war für mich auch eine große Überraschung, dass Austin so eine Bumps genommen hat. Der Suplex ist ohne Ende. Genau, das Suplex auf den Hallenboden ohne irgendwelche Zwischendinger, so eine Polsterung, war nichts dazwischen. Er ist gegen den Ringpfosten geknallt. Was noch alles? Ja.
Suplex gab es auf dem Stage von ihm auch noch, oder? Hat er mehrere gezeigt? Mehrere sogar. Ja, ja. Und je länger das Match auch gedauert hat, desto besser war auch Austin. Das muss man ihm lassen. Ja, ja, definitiv. Der ist wie ein Motor gewesen. Der musste erstmal auf Temperatur kommen. Und als die da war, die Temperatur bei Austin, dann hat der wirklich da ging's Sachen gezeigt. Ja, das stimmt schon. Möchtest du dem ich hab, wie gesagt, ich habe dem Match keine Sternewertung gegeben. Ich habe dem Match jetzt auch keine große Sternewertung gegeben. Das würde ich gerne. Genau, schreibt es doch mal in die Kommentare, wie viele Sterne diesen Match geben würdet. Ich war sehr überrascht, dass es doch so lange ging und dass Austin so viel zeigen konnte. Ich dachte wirklich, das wird so ein 2-Minuten-Match. Austin zeigt Fast Press, dann noch den Stunner und das war's. Und das Match nach 2 Minuten rum. Dann gibt es noch 10 Minuten frei mit 20 Bierdosen und fertig. Aber nee. Das habe ich auch gedacht. Aber auch eine große Überraschung für mich war gewesen, dass Austin den Stunner gefressen hat. Stimmt, ja. Und der Kickout von Austin, der Nearfall, war auch richtig gut. Man muss aber auch Kevin Owens da ein großes Lob ansprechen, dass er hier das Match so gut mitgemacht hat und Austin teilweise doch gut seine Moves verkauft hat. Das muss man auch sagen. Und eine Sache geht auch noch ein bisschen unter. Ja. Weil ich gerade auch im Chat von Maxwell gelesen habe, dass wir Austin ein bisschen runtergemacht haben. Austin hat erstens eine super Leistung abgeliefert im Gesamtpaket. Muss man ihm lassen. Definitiv, auch Owens. Ja. Definitiv, ja. Also ich glaube, da gibt es kaum zwei Meinungen. Wir müssen ihn auch zugute halten. Er hat das komplette Match alleine aufgebaut. Alleine bei Raw. Wir nehmen alles, was über Social Media oder so reinkam, lassen wir mal alles außen vor. Nur über die Weeklies hat er das komplett alleine eigentlich aufgebaut. Und das ist schon eine Leistung. Auf jeden Fall. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, Austin ist Owens Kindheitsheld gewesen. Ja. Für den ist es heute wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Definitiv. Hat man aber irgendwie angesehen teilweise, ne? Hat man ihm angesehen, aber für ihn war es wirklich eine große Ehre. Ja. Und hat Austin wirklich mit diesem Match wirklich einen großen Dienst erwiesen. Definitiv. Dann war die Show auch endlich zu Ende. Es war 6 Uhr früh, 6 Uhr 3 oder so. Es ging viel zu lang, aber trotzdem, es war eine richtig geile Show. Eine richtig geile Show. Ich freue mich auf morgen. Wir haben so viele Hammer-Matches, auf mich mich freue allein das World Title Unification Match. Wir machen jetzt keine Vorschau, weil du schon wieder so schaust. Wir machen keine Vorschau. Aber ich freue mich so derbe. Du bist derjenige hier, der hier auf zackig meint. Ich würde gerne noch ein bisschen was erzählen. Du kannst, aber erzähl ruhig. Ich sag schon nichts mehr. Erzähl ruhig. Du hast mir ja bei anderen Matches jetzt oft das Wort mir abgeschnitten. Ich möchte nicht, dass die Review hier 2 Stunden oder so geht. Aber wenn du noch was sagen willst, du kannst ruhig noch was sagen. Wozu willst du noch was hören von mir? Zu Austin oder? Allgemein, wie hat dir der erste WrestleMania-Tag gefallen? Was war dein absolutes Highlight? Was war dein absolutes Downlight? Wie sagt man da? Lowlight, genau, das habe ich gesucht. Downlight. Lowlight, definitiv Tag Team Match. Tag Team Title. Ja. Ich habe es ja angesprochen. Es wurde vom Anfang, von Anfang zu Ende immer besser. Die Ruhe vor dem Sturm, hallo? Hallo, hörst du mich? Ich dachte, da kommt noch was von dir jetzt oder so. Nee, ich habe dich kurz nicht gehört. Ach so. Ich hab gesagt, dass die WrestleMania war ja so, also Tag 1, Anfang scheiße und zum Ende wird es immer besser. Kann ich dir zustimmen? Ich würde eher einen anderen Approach nehmen und zwar die ersten 2 Matches waren so ein bisschen wie die Ebbe und dann kam auf einmal ein riesen Tsunami auf dich zu, der dich quasi überrollt hat. Definitiv, weil, ja. Sei das mit Cody oder auch mit Austin. Wer hätte gedacht, auch im Vorfeld, dass Stone Cold Steve Austin im Main Event von WrestleMania ein richtiges Match bestreitet? Ich hätte auch gedacht, das wäre so eine Prügelei, wie gesagt, oder so 2 Minuten, aber. Ich hätte auch mit der Prügelei gerechnet. Ja. Und was willst du sagen? Wer hätte dir Ende 2019 gesagt, dass der Undertaker. Wer stand noch im Main Event? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Edge. Ja. Und Stone Cold Steve Austin. What a time to be alive.
Ja, in den 20er Jahren, im 21. Jahrhundert, des 21. Jahrhunderts, im Main Event von WrestleMania stehen. Der Ja, hätte dich ausgelacht. aber es ist Der hat schon gesagt, krass, das ja. wäre das Ende. Das wäre das Ende der WWE. Aber es ist schon krass, wenn du so sagst, hast du schon recht, ja. Aber ich möchte trotzdem mal zum Abschluss jetzt hier finden. Ja. Ein letztes Fazit von WrestleMania Tag 1. Wie würdest du das bewerten? Meine Meinung kennst du ja. Scheiße angefangen, wurde immer besser. Im Allgemeinen muss ich aber sagen, mir hat WrestleMania 38 Tag 1 richtig gut gefallen. Eine richtig geile WrestleMania. Ich freue mich riesig auf morgen, wie es da weitergeht. Also, ich kann dir zustimmen. Ich freue mich auch auf morgen. Ich habe jetzt nach dem, was heute abgeliefert worden ist, schon starke Bedenken, dass ich enttäuscht werden würde. Echt? Weil die Messe, weil Ja gut, das habe. die Messlatte ist ziemlich hoch jetzt, ja. Genau, wenn du das siehst, oder sieht man das jetzt? Warte. Ja, jetzt sieht man deine Hand. Also, Jetzt sieht man deine gut. Hand. Das war meine Erwartungshaltung für heute, die Messlatte. Ja. Da ist sie jetzt für Tag 2. Bei mir ist da Bildende, ne? Ja, Okay, das ist mir, okay, da habe ich es gut okay, hingekriegt. okay, Da habe ich es gut okay, hingekriegt. okay. Da habe ich Ja. es gut hingekriegt. Okay. Also ich kann, glaube ich, morgen sehr leicht enttäuscht werden. Allein auf was auf der Karte für morgen steht. Wie wir WrestleMania den Tag 2 fanden, das werdet ihr morgen ebenfalls in der Live-Review wieder hören. Ich weiß, die steht auf 5:30 Uhr wieder. Das wird wieder nicht klappen, so wie wir eh kennen. Schaut aber bei mir heute Abend im Stream vorbei, ab 20 Uhr auf twitch.tv/paraflo.de. Da können wir nochmal schön drüber labern, was alles so kommt. Möchtest du irgendwas noch sagen, deine berühmten letzten Worte, wenn man so schön sagt? Berühmten letzten Ja. Worte. Genießt WrestleMania Tag 2 und ich hoffe, dass einige von euch Bock drauf bekommen haben, WWE wieder häufiger zu schauen oder an sich auch Wrestling. Das kann ich so unterschreiben. Und wenn euch diese Live-Review gefallen hat oder allgemein Review, die meisten sehen es wahrscheinlich so als Video, dann gebt dem Video doch mal ein Like. Und lasst hier mal ein kostenloses Abo da für mehr Wrestling-Content auf diesem Kanal. Und aktiviert am besten auch die Glocke, dann verpasst ihr einfach gar nichts mehr. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann ihr auch immer dieses Video schaut. Und ciao. Oh. It's all about the he said, she said.